Aha, die kann man also auch so. Jetzt einfach mal aus. Kaputt. Haha. Voll. Schnell weg. Overstart. Himmel, Herrgott, nochmal. Ja, wie gut, dass man die Fallen so leicht... Naja, was heißt leicht? Zumindest, dass man sie... Oh, oh. Ein bisschen austricksen kann. Will hier weg. Okay, hier hat Bonkons dann aber ganze Arbeit geleistet. Bloß weg hier. Oh, sie hat die Miezekatze mitgenommen. Arrow! Was haben sie mit dir gemacht? Tegan. Gute Güte, das ist schrecklich. Aber, hey, du bist am Leben. Ach, ist das eine Frau? Deine kleine Schwester hat dich gerettet. Das ist doch eine Frau, oder? Warum bist du hier, Tegan? Ist es das, Meister Royal? Chemiker. Du warst Robin vor kurzem freundlich gegenüber. Nun, also, das ist mir gleich. Tu, was du möchtest. Oh je, oh Mann. Das ist wirklich das Ende der Welt. Passiert hier auch die Hölle auf Erden? Willst du mich veralbern? Es ist verrückt hier. Ich glaube, jeder hat um die Kontrolle der großen Rakete gekämpft. Ich nehme an, sie wollen versuchen zu fliehen, indem sie starten. Wenn, wie wir wissen, dass im Weltall herumzuhängen, ohne eine Ahnung zu haben, angenehmer ist. Die Rakete. Warum bist du hier? Sei lieber bei deiner Familie oder so. Ich habe nicht das Glück, so etwas zu haben, meine Liebe. Nein, ich bin nur hier, um sicherzustellen, dass all diese griesgrämigen Leute nicht die Eisenbahnlinien zerstören, wenn ich kann. Auf diese Weise können die, die zu ihren Familien nach Hause wollen, es tun. Tut mir leid. Mach dir keine Sorgen. Ich bin es ziemlich gewohnt, mit solchen Sachen umzugehen. Jeder kämpft um die Rakete. Also, falscher Charakter. Jeder kämpft um die Rakete. Ich habe an die Rakete gedacht, bevor wir Stadt 1 hinter uns gelassen haben. Sie würde zu einer Station auf dem kleinen Mond aufbrechen. Ich weiß, ich scheine teilweise dafür verantwortlich gewesen zu sein, dass das viel eher passiert ist.
Das klingt vielleicht verrückt, aber es wäre jetzt oder nie. Ich will zu diesem Mond gehen und versuchen, mit ihm zu reden. Mit der wenigen Macht, die ich habe, ehe er den Planeten erreicht. Viel Spaß. Schick eine Postkarte. Ich werde tun, was Chrom sich gewünscht hätte, tun zu können. Ich meine es ernst. Ich bin mir sicher, dass du das tust. Du willst alleine zu diesem Mond gehen? Was ist das überhaupt? Es gibt einen heiligen Ort. Können wir ihn wahrscheinlich... Dort können wir wahrscheinlich auf... Ich kann das nicht alleine tun. Es gibt einen Computer, mit dem man an einer Rakete... in einer Rakete arbeiten muss, von denen ich nicht weiß, wie man sie benutzt. Und dann hat der Kontrollraum eine Kraft-Zwei-Personen-Regel, bei der sie zwei Leute unterschiedlichen Räumen zur gleichen Zeit aktivieren müssen. Wenn er die Menschen, die ihm nie etwas getan haben, immer noch liebt, dann hoffe ich, dass er den Planeten wiederbelebt und sie verschont. Wir vier müssen gehen. Und Robin mit mir, wegen der technischen Dinge in der Rakete. Es soll Wege geben, von dem der Mond wieder hierher zu kommen, aber ich kann nichts versprechen. Ich kann keinen von euch zwingen. Royal, ich will nach Hause gehen. Aber was, wenn du dein Zuhause retten könntest? Du könntest auch auf dem Weg nach Hause sterben. Hör einfach auf! Würde die Rakete überhaupt diesen Mond erreichen, ehe er ankommt? Sie ist eine sehr schnelle Rakete, Elfenbeinkraftstoff, Baby. Komm schon, Mann! Ich werde es versuchen. Aber ich renne nach Hause, weil diese Rakete startet oder etwas schiefläuft. Wenn wir sie überhaupt erreichen können. Danke, Mina. Und Robin, du gehst mit mir, oder? Wir gehen nach Hause! Hör auf mit dem Mist! Menschen gehen nicht einfach zu diesem verdammten Monden. Hörst du nicht, wie verrückt du bist? Aber wer sonst würde gehen und es versuchen? Andere Idioten! Wenn du mich brauchst, dann werde ich einfach Nein sagen und wir können alle nach Hause gehen! Dann übernehme ich deinen Part. Oh, bring mich nicht dazu. Sei einfach still, Elro. Die Welt ist größer als du. Und dein Ego. Naja, dein Ego vielleicht nicht. Wenn es noch Hoffnung gibt, selbst wahnwitzige Hoffnung, sollten wir es tun. Ich werde den Knopf für euch drücken. Gut, ich werde es machen. Tut mir leid. So ist es brav. Ich denke, ich sollte dennoch gehen. Wenn ich deinen Zustand bedenke... Nein, ich kann es tun. Wenn das Ende der Welt ist, sollte ich mich nicht um die Sicherheit sorgen, oder? Dann werde ich mit dir kommen. Nein, du bleibst hier! Okay, Arrow. Ich weiß nur, dass du schneller sein musst. Bist du sicher, Kumpel? Ja, dann lass uns gehen. Okay, gehen wir nach unten. Wie, meinst du hier jetzt? Oh, hier kann ich sogar nochmal speichern. Mal gucken, ob ich das Spiel in unter 10 Stunden durchspielen kann. Oh, noch mehr Gebabbel. Seriously? In Ordnung, du kannst da lang gehen, Mina. Geh einfach diesen Pfad entlang zum Kontrollraum 1. Ich werde die Türen hinter dir schließen, wenn du durch bist, damit du sicherer bist. Okay. Hack. Ich wusste es. Du bist verrückt. Du hast damit angefangen, Freunden zu helfen. Jetzt wirst du in das Weltall fliegen und versuchen, jedem zu helfen. Wir sind jetzt alle ein wenig verrückt, denke ich. Tut mir leid, wenn ich ein Arsch war. Danke. Du gehst da lang, Arrow. Kontrollraum 2 liegt am Ende. Wie angedeutet, musst du nur zu derselben Zeit zum Start drücken wie Mina. Also werdet ihr beide euch über die Räume sehen. Legt los. Noch ein bisschen fixer, bitte. Ich bin bereit. Danke, dass du das tust, Robin. Lass unsere Angst nicht davon abhalten. Naja, lass die Agenten nicht erlauben, mich davon abzuhalten. Wir gehen ein Stockwerk nach oben.
nach links. Lass uns zur Rakete kommen. Oh, ich habe so ein ganz ungutes Gefühl, dass hier gleich noch ein Bosskampf kommt. Schwarz lebt noch. Okay, Panikmodus, Bastionsbefehle, Wiedergeborene. Wenn ihr weiterleben wollt, bis ihr erwachsen seid, verteidigt diese Rakete. Die Menschheit könnte davon abhängen. Das ist unser letzter Widerstand. Und jetzt weiß es jeder. Wie auch immer. Jetzt werdet nicht zu übermütig. Ihr seid immer noch relativ neu, Wiedergeborene. Ihr könnt doch noch nicht schnell genug selber heilen. Wie es die Agenten können. Nutzt eure Stärke, aber dreht nicht durch. Jetzt holt euch diese Rakete! Oh oh. Düpti-düpti-düpti-dü. In Ordnung. Für Samba und für Mama. Und für Robin. Wir können das! Okay, jetzt muss ich mit jedem Charakter auch noch so einen kleinen Part machen. Buja! Und weiter. Yay, speichern! So viel zum Thema, ich schaff's unter 10 Stunden. Ah, ich hoffe, dass Elro jetzt nicht... Oh, oh. Jo! Ja, da muss ich mich jetzt einmal treffen lassen. Bäm! Und nochmal. Das ist nicht gut. Tor auf und durch. Bin ich jetzt da? Oh nein, es gibt auch noch. Nein, es gibt auch noch einen Bosskampf für jeden. Ah, du bist diejenige, die am Ende vor mir kapituliert? Geh mir aus dem Weg! Wir nehmen uns die Rakete! Oh Mann, du sollst diese große Waffe auf mich richten? Schon lächerlich, kleine Dame. Löchern, kleine Dame. Oh, ich liebe eine gute Folge. Schwade auf meiner Haut. Mir ist egal, dass ihr die Rakete wollt. Ich habe meine eigenen Probleme. Aber ich könnte nicht mal ein bisschen mit dir fertig werden, oder? Ein kleines Feuer mit Feuer.
Fritz Blitz. Jetzt geht ihr aber voll der Zwirn ab, oder was? So. Ja, das ist doch geisteskrank. Nein. Ach, du bist so eine blöde Plunze. Ich bin gleich im Arsch. Das war's. Ah, und das so kurz. Vor knapp. Nein! Fritzelblitz! So! Du kriegst mich nicht, du kriegst mich nicht. Jawoll! Und wieder gefritzelt. Voll, haben wir. Läuft. Und frostgeschockt. Puff. Ich glaube, ich bin erledigt. Super Mina. Ach, das kann die auch? Okay, mit ihm haben wir. Mit ihr meine ich. Ich glaube, das ist der Startraum. Ich hoffe nur, dass Arrow hier schnell hinkommt.